Hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mit auf die Strecke Hamburg-Hannover. Und da wird vielleicht manch einer gähnen und sagen, ach nee, nicht schon wieder, da schleppst du uns doch ständig hin. Ja, im Grunde genommen stimmt das. All meine Videos zu Alpha E triefen regelrecht vor Aufnahmen von dieser Magistrale. Aber ich verspreche euch, diesmal ist alles ganz anders. Denn heute präsentiere ich meine fotografischen Erstlingswerke von allen Bahnhöfen und ein paar weiteren markanten Punkten zwischen Hamburg und Hannover. Also die ältesten Bilder, die ich entlang jener Hauptschlagader des deutschen Eisenbahnnetzes geknipst habe. Kommt mit auf eine Reise bis zu 30 Jahre zurück in die Vergangenheit und verzeiht mir den einen oder anderen Mangel in der Bildqualität. Los geht's in Hamburg Hauptbahnhof, wo ich nur selten die Kamera gezückt habe. Ich fotografiere ungern auf großen Stationen, weil man im Zweifelsfall immer auf dem falschen Bahnsteig steht. Bei diversen Umstiegsaufenthalten sprang allerdings der eine oder andere Schnappschuss heraus. Die Reise in Richtung Harburg führte damals entweder über die Pfeilerbahn oder durch den Hauptgüterbahnhof, heute Abzweig Erikus. Aus einem Nahverkehrszug entstand diese Ansicht des noch vollständig vorhandenen HGBF. Ich bin mir unsicher, ob ich auch die zwischen Hauptbahnhof und Harburg liegenden S-Bahn-Stationen Hammerbrook, Elbbrücken, Veddel und Wilhelmsburg würdigen sollte. Fest steht, dass ich auf den beiden letztgenannten noch nie ausgestiegen bin und von dort lediglich Aufnahmen aus fahrenden Zügen präsentieren kann. Unter anderem von diesem Wettrennen eines Nahverkehrszuges mit einem Intercity und einer S-Bahn. Dann sind wir auch schon in, Achtung, Harburg, dessen grundlegenden Umbau Anfang der 90er Jahre ich in einem separaten Film beleuchtet habe. Am Kreuzungspunkt der Strecken nach Hannover und Bremen sah es bei meinem Erstbesuch so aus. Der Nahverkehr kommt von Tostedt, der Güterzug fährt nach Maschen. Der folgende Haltepunkt Meckelfeld hat mich nie so recht gereizt. Zwar rollen pausenlos Züge, aber das Umfeld und der Sonnenstand ließen stets zu wünschen übrig. Für eine Probefahrt des Talles packt euch dennoch einmal den Knipsomaten aus. Maschen-Personenbahnhof ist als Kind der 70er Jahre alles andere als ein fotogener Donnerschlag. Aber die seit inzwischen 6 Jahren gesperrte Decaturbrücke bot einen netten Blick über das Geschehen, insbesondere im benachbarten Rangierbahnhof. Auch der Bahnhof Stelle wurde in den 70ern völlig umgekrempelt und hat sich seitdem kaum verändert. Hingucker ist immer noch der Vorsignalwiederholer auf dem Dach, wo er seit 50 Jahren Wind und Wetter trotzt. Auf den folgenden 25 Kilometern bis Lüneburg ist die Strecke seit 2014 dreigleisig ausgebaut und nicht mehr wiederzuerkennen. Das gilt besonders für Asshausen, dessen unscheinbarer Dorfbahnhof zu einem Albtraum zwischen Lärmschutzwänden mutierte. Auch die Züge auf der Luhebrücke sind mittlerweile vor neugierigen Blicken geschützt und diese Ansicht des Bahnhofs Winsen ist dank 6 Meter hoher Mauern ebenso passé. Das Empfangsgebäude ist das letzte erhaltene zwischen Harburg und Lüneburg. Radbruch war vor dem dreigleisigen Ausbau ein Minibahnhof mit einer Überholung und 2 Außenbahnsteigen, zwischen denen bis 1990 ein Bahnübergang lag, den ich zwar noch erlebt, aber leider nicht fotografiert habe. Bardowiek war der erste Bahnhof dieser Strecke, der umfangreichen Lärmschutz erhielt, als die Autobahn 250, heute A39, parallel zu den Gleisen durchs Dorf geknarzt wurde. Hier schweift der Blick noch ungehindert in die Feldmark. Dann sind wir in Lüneburg, wo ich als Kind öfter mit meinen Eltern oder sonstigen Verwandten zum sonntäglichen Kaffeetrinken einkehrte. Den Bahnhof lernte ich erst deutlich später kennen und heutzutage trinke ich in Lüneburg keinen Kaffee mehr, sondern esse Gyros. Deutsch-Ewern war und ist etwas aufwendig zu erreichen, weil dort seit 1976 keine Reisezüge mehr halten. Mein Premierenbesuch erfolgte daher erst nach dem Erwerb der Fahrerlaubnis, und zwar im Rahmen der Musterung beim Lüneburger Kreiswehrersatzamt. In Bienenbüttel hat sich das Umfeld in den letzten 30 Jahren deutlich gewandelt. Die Bahnsteige wurden erneuert, das Bahnhofsgebäude renoviert, der Landhandel abgerissen und die Bürger vor lärmenden Zügen geschützt. Der in den 80ern entschärfte Bogen südlich des Bahnhofs war noch nicht zugewuchert, als ich gemeinsam mit anderen Schaulustigen einen waschechten Castortransport erwartete.
Ein himmelfahrtlicher Ausflug gipfelte im Erstbesuch des Bahnhofs Bad Bevensen, wobei meine Pocketkamera zu ihrem Recht kam. Wer konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass ich hier eines fernen Tages als Fahrdienstleiter tätig sein würde? An einem sonnigen Apriltag nahm ich den beschwerlichen Marsch von Bad Bevensen nach Emmendorf in Angriff. Es war der letzte Frühling dieses Betriebsbahnhofs mit einem leider etwas zu kurz geratenen Überholungsgleis. Am 13. Dezember jenes Jahres verschwand der Name Emmendorf aus den Unterlagen der Deutschen Bahn. Von Friedensreich Hundertwasser sprach im Uelzen des Jahres 1994 noch niemand und somit pilgerten auch keine Menschenmassen dorthin, um den Bahnhof zu bestaunen. Nach dem Wegfall der durchgehenden Eilzüge Hamburg-Göttingen musste man hier immer umsteigen und wegen der teilweise langen Übergänge empfand ich den Aufenthalt in Uelzen häufig als sehr lästig. Viel Grün gab es derweil am Kreuzungspunkt mit der Bundesstraße 71 und der noch nicht elektrifizierten Amerika-Linie zu sehen. Der Überholungsbahnhof Klein-Sühstedt war in der Vorführerscheinzeit nur mittels Wanderung erreichbar, wozu ich mich nie durchringen konnte. Diese Aufnahmen entstanden als Nebenprodukt von Autofahrten in die Altmark. Eines der ältesten Fotos dieses Films ist die Ansicht des Suderburger Empfangsgebäudes, geknipst aus einem der erwähnten Eilzüge Hamburg-Göttingen. Erstmalig ausgestiegen bin ich dort erst Jahre später. Und um ein Haar hätte ich 2005 das Gasthaus Guschis Eck gegenüber dem Bahnhof gekauft. Das stellt euch mal vor. Euer Gustav als Kneipenwirt. In der ersten Hälfte der 80er Jahre wurde ein 6,5 Kilometer langer Abschnitt der Strecke Suderburg-Unterlüss neu trassiert, der in einem längeren Einschnitt verläuft. Zum Aufnahmezeitpunkt hatte man noch den vollen Durchblick. Inzwischen sind die Böschungen zugewachsen. Auch der Bahnhof Unterlüss wurde damals teilweise umgebaut. An die alte Bahn erinnern ein paar Relikte, wobei die Frage gestattet ist, warum ich die Vorsignalscheibe abgeschnitten habe. In meinem Archiv finden sich obendrein Fotos des Unterlüsser Bahnübergangs, eines der seltenen Exemplare, die mit Tempo 200 befahren werden durften. Eschede erschien mir immer völlig unspektakulär und entsprechend lange dauerte es, bis ich mich erstmals zum Aussteigen aufraffte. 4 Monate vor dem ICE-Unglück war ich erneut hier und konnte von der späteren Schicksalsbrücke aus diesen RE in Szene setzen. 11 schnurgerade Kilometer südlich liegt der Betriebsbahnhof Garsen, eine der letzten Stationen der Strecke, denen ich meine Aufwartung machte, was ich paradoxerweise mit einem Schwarz-Weiß-Film dokumentierte. Bevor wir Celle erreichen, passieren wir diesen Bahnübergang, über den auch die Gleise der OHE-Strecken nach Soltau und Wittingen führten. Als letzter vom Fernverkehr befahrener BÜ zwischen Hamburg und Hannover wurde 1996 aufgehoben. Wie Uelzen war auch Celle ein Bahnhof, der mir im Wesentlichen zum Umsteigen diente. Gelegentlich schien die Sonne und so entstand nebenbei das eine oder andere nette Foto. Die klassische Strecke Hamburg-Hannover verläuft von Celle über Burgdorf und Lehrte. Hier fahren heute die S-Bahn und ein Großteil der Güterzüge. Der Fernverkehr nutzt die 1938 eröffnete Hasenbahn, die den Weg nach Hannover um 3 Kilometer verkürzt und den dortigen Fahrtrichtungswechsel entbehrlich macht. Wir folgen zunächst der historischen Route, die vergleichsweise spät mit moderner Signaltechnik ausgerüstet wurde. So verfügte Ehlershausen bis 1993 über 2 mechanische Stellwerke, die letzten zwischen Hamburg und Hannover. Weil die Streckenhöchstgeschwindigkeit südlich von Celle lediglich 140 km/h beträgt, haben zahlreiche Bahnübergänge, wie hier am Haltepunkt Oze, bis heute überlebt. In Burgdorf habe ich wirklich und wahrhaftig erst 2005 meine Premierenfotos geschossen. Und das auch bloß, weil die Hasenbahn baubedingt gesperrt war und ein Teil des Fernverkehrs über Lehrte umgeleitet wurde. Im weiteren Verlauf passieren wir noch den Haltepunkt Alixe und erreichen wenig später die gekreuzigte Stadt Lehrte. Schnittstelle der Strecken Celle-Hildesheim und Hannover-Braunschweig sowie Startpunkt der legendären Lehrter Bahn über Stendal nach Berlin. Züge, die von Celle in Richtung Hannover wollen, biegen nach rechts auf die Verbindungskurve zwischen den Bahnhofsteilen Nord- und Westgruppe ab. Ansonsten halten sie sich links und steuern den Personenbahnhof an.
Auch der Bahnhof Miesburg auf der Hannoverschen Güterumgehungsbahn war einst Teil der Verbindung Hamburg-Hannover. Die heute vom Personenverkehr genutzte Strecke mit den Haltepunkten Ahlden und Anderten-Miesburg ging erst 1906 in Betrieb und wurde 2000 um ein bis zwei S-Bahn-Gleise erweitert. Die Urstrecke leerte Hannover, blieb als eingleisige Spange zwischen Miesburg und der Abzweigstelle Tiergarten erhalten und diente vor Einführung der S-Bahn Regionalexpressen mit Laufwegen wie Uelzen-Bielefeld und Celle-Bad Bentheim. 2003 erfolgte die Stilllegung. Hier ist sie über einem westwärts fahrenden ICE zu erkennen. Weil das alles für Ortsunkundige schwer nachvollziehbar ist, zeige ich noch eben eine Karte. Rot, der ursprüngliche Streckenverlauf, der die 1843 eröffnete Verbindung Hannover-Peine mit benutzte. Blau, die Personenzugstrecke von 1906. Schwarz, die 1909 in Betrieb gegangene Güterumgehungsbahn über Linden und Seelze nach Wunsdorf. Und violett das aufgegebene Gleis zwischen dem Tiergarten und Miesburg. Der Bahnhof Karl-Wichert-Allee entstand 1995 und verknüpft die S mit der auf einer Brücke kreuzenden Stadtbahn. Neben den beiden S-Bahn-Gleisen verfügt auch der Ost-West-Strang der Fernbahn über eine Bahnsteigkante. Der Haltepunkt Kleefeld veränderte sein Gesicht beim S-Bahn-Bau total. Zuvor zeigte er sich in dem schaurig schönen Charme, den so manche hannoversche Stadtteilstation versprühte. Sowohl Kleefeld als auch Hainholz, Leinhausen und Bismarckstraße waren in der Vor-S-Bahn-Ära verdammt finstere Löcher. Dann geht's vorbei am Betriebsbahnhof Pferdeturm und wir rollen von Osten nach Hannover Hauptbahnhof ein, wo ich in all den Jahren ähnlich wenig wie in Hamburg fotografiert habe. Springen wir also schnell zurück nach Celle und folgen der Hasenbahn. Das Weichentrapez bei Kilometer 31,1 trägt den passenden Namen Überleitstelle Hasenwechsel und ist die einzige Betriebsstelle dieser Strecke, von der ich keine Aufnahme besitze. Weil auf der Hasenbahn tagsüber praktisch kein Güterverkehr rollt, reizte sie mich wenig und die ersten Besuche erfolgten entsprechend spät. Großburgwedel war damals noch ein Bahnhof mit einem Überholungsgleis. 2001 wurde er zum Haltepunkt degradiert. Großburgwedel und das benachbarte Isernhagen hatten ähnliche Gleispläne und äußerlich fast identische Empfangsgebäude, weshalb ich sie gern als Zwillingsbahnhöfe bezeichne und bis heute öfter mal verwechsle. In Langenhagen-Pferdemarkt mündet die Hasenbahn in die von Buchholz kommende Heidebahn. Bis 2000 hieß der Bahnhof Langenhagen-Hann. Und hier kann ich sogar mal eine Innenansicht des Empfangsgebäudes präsentieren. Langenhagen Mitte erblickte erst mit Betriebsaufnahme der S-Bahn das Licht der Welt. Sozusagen Sekunden nach ihrer Eröffnung suchte ich die im frischesten Glanz erstrahlende Station erstmals auf und dokumentierte, was für hübsche Dinge über die Langenhäger Gleise rollten. Ob in Finnhorst jemals jemand außer mir fotografiert hat, weiß ich nicht. Der Interregio ist auf den heutigen S-Bahn-Gleisen auf dem Weg gen Süden. Ein Jahr später nutzt der RE Uelzen-Hildesheim die zwischenzeitlich fertiggestellte Fernbahn. Der Haltepunkt Ledeburg ging 1997 in Betrieb. Wo dieser ICE unterwegs ist, rollt heute die S-Bahn. Ledeburg ersetzte den Haltepunkt Herrenhausen, unmittelbar nördlich des Kreuzungsbauwerks der Strecken von Hamburg und Wunsdorf. Aufmerksame Beobachter können seine frühere Lage anhand des noch vorhandenen Empfangsgebäudes ausmachen. Die Hamburger und Wunsdorfer Bahn gehen auf Tuchfühlung, sind an der Überleitstelle Burg, einem Bahnhofsteil von Hannover Hauptbahnhof, miteinander verknüpft und erreichen den Haltepunkt Hainholz. Seine Aufgaben übernahm 1997 bzw. 1998 der S-Bahnhof Nordstadt. Die Hainhölzer Bahnsteigdächer wurden wenig später entfernt. Die Bahnsteige selbst sind bis heute vorhanden und werden alle paar Jahre vom Bewuchs befreit. Und dann sind wir zum zweiten Mal am Ziel unserer Reise. Hannover Hauptbahnhof, diesmal aus Richtung Westen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht hatte der eine oder andere ja ein Aha-Erlebnis nach dem Motto: Ah ja, so sah das damals aus. Im nächsten Film zeige ich euch dann wieder ein paar aktuellere Aufnahmen. Wobei aktuell das Stichwort ist, weil es in Sachen Alpha E einige Neuigkeiten gibt. Bis dahin!